Ich möchte nur sagen, dass für Schäuble kann ich als Schwabe nichts. Obwohl ich ihn vom Dialekt her ganz gut verstanden habe. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, die Linke in Europa steht zu Beginn des Jahres 2016 vor gewaltigen Herausforderungen. Die Wahlerfolge der Linken im letzten Jahr in Griechenland, in Portugal, in Spanien werden jedoch überschattet von dem hochgefährlichen Erstarken rechter, nationalpopulistischer und rechtspopulistischer Kräfte. Auch in Deutschland erleben wir derzeit die Herausbildung einer rechtspopulistischen Partei, und das muss man auch deutlich sagen, die in hohem Maße rassistische Hetze verbreitet. Es ist nicht die Linke, die den Nährboden für diese Parteien und Bewegungen bereitet hat. Es waren und sind die bürgerlich-konservativen Parteien, und auch das muss man sagen, auch die Sozialdemokratie. Ihre Politik hat in ganz Europa den sozialen Zusammenhang zerstört und in hohem Maße soziale Verunsicherung, Zukunftsängste und Politikverdrossenheit verursacht. Es ist aber die zentrale Aufgabe der gesamten europäischen Linken, rechte, rechtspopulistische oder gar faschistische Politik zu bekämpfen und linke Alternativen stark zu machen. Denn eines ist doch klar, liebe Genossinnen und Genossen, wo die Linke schwach ist, sind die Rechten stärker. Wo die Linke stark ist und ihre gesellschaftliche Bedeutung wächst, hat es die Rechte nicht so einfach. Also lasst uns in ganz Europa die Linke stark machen, liebe Genossinnen und Genossen. Die Rechte versucht vor allem, die Migrantinnen und Flüchtlinge für die Misere verantwortlich zu machen. Und das Schlimme ist, dabei werden sie noch unterstützt und erst recht hoffähig gemacht, wenn Seehofer und andere in die gleiche Richtung hetzen. Sie meinen, sie graben ihnen damit das Wasser ab. Nein, sie bereiten ihnen damit den Boden. Pegida und Co. können doch abhaken, welche ihrer Forderungen von der Großen Koalition bereits erfüllt wurde. Und besonders perfide ist doch, wenn Seehofer die Flüchtlinge und große Teile der Bevölkerung gegeneinander ausspielt. Wenn er sagt, wir können doch nicht der hier lebenden Bevölkerung Leistungen kürzen, nur damit wir mehr Geld für Flüchtlinge haben. Das ist doch eine dreiste Unterschlagung, dass längst für die Bevölkerung in diesem Land gekürzt wurde. Es wurde doch bei den Renten gekürzt. Es wurde doch Hartz IV eingeführt. Es wurden doch die Sanktionen erhöht. Es wurde doch durchgesetzt, dass nur noch die Beschäftigten die zusätzlichen Kosten für die Krankenversicherung bezahlen müssen. Es wurden doch die Sozialsysteme zerschlagen und die Arbeit dereguliert. Seehofer und seine Freunde machen doch in doppelter Hinsicht das Geschäft der Rechten. Und die Aufgabe der Linken in dieser Situation ist ganz klar. Wir müssen eindeutig klare Kante zeigen gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit und gegen Nationalismus. Menschen in Not muss geholfen werden. Punkt. Und es gibt im Übrigen eine wirklich positive Tradition, zumindest von Teilen der Arbeiterbewegung. Sie haben immer gesagt, die Menschen, die hierher kommen und bleiben, müssen integriert werden. Und wenn sie hier bleiben, dann müssen wir sie auch organisieren und gemeinsam mit ihnen zusammen gegen Verschlechterung und für die Verbesserung der sozialen Lage kämpfen. Dann sind sie keine Opfer mehr, sondern sie sind unsere Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir gemeinsam kämpfen.
Und es wird im Übrigen in diesem Zusammenhang auch nötig, dass wir über ganz andere Flüchtlinge reden, nämlich über diejenigen, die seit Jahren die Gesellschaft betrügen und Millionen und Milliarden in die Steueroasen schleppen. Das sind die Steuerflüchtlinge. Wenn wir verhindern wollen, dass sich die Menschen nicht von denen abgrenzen, die noch weiter unten stehen als sie, müssen wir auch über den unverschämten Reichtum des Kapitals, der Millionäre und der Milliardäre reden in diesem Land. Und wenn wir verhindern wollen, dass die Armen die Kosten für die Integration bezahlen, müssen wir offensiver verlangen, dass endlich die Reichen in diesem Land zur Kasse gebeten werden. Damit würde übrigens die Linke auch ein großes Integrationsprogramm starten. Millionäre und Milliardäre sollten in diesem Land nicht länger abseits stehen, sondern in die Gesellschaft integriert werden und wie alle vernünftig Steuern in diesem Land bezahlen. Tatsächlich, liebe Genossinnen und Genossen, wir stehen vor einer Zäsur über die weitere gesellschaftliche Entwicklung. Wird weiter sozial gespalten und ausgegrenzt, werden die Kosten nach unten abgewälzt oder schaffen wir eine Offensive ins Soziale und ins Öffentliche für bezahlbare Wohnungen, für alle, für mehr Personal in Bildung, Pflege und Erziehung, für den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, für höhere Löhne und gegen prekäre Arbeit, für armutsfeste Renten, die den Lebensstandard sichern, für soziale Sicherheit statt Existenzangst. Das sind die Kampffelder für die Linke und auch für die Gewerkschaften in diesem Land. Lasst uns diese Kampffelder annehmen. Wir haben im letzten Jahr eine Kampagne gegen prekäre Arbeit und gegen prekäre Lebensverhältnisse gestartet. Und wir haben gesagt, niemals darf die Linke akzeptieren, dass ein Drittel der Menschen sozial, kulturell und politisch ausgegrenzt werden. Und ich finde das unter heutigen Bedingungen besonders wichtig, dass wir verhindern, dass diejenigen, die noch in den Kernbelegschaften sind, die noch Tarifverträge haben, die noch sozial regulierte Arbeit haben, sich nach unten abgrenzen gegenüber denen, denen es noch schlechter geht. Wir müssen die gemeinsamen Interessen dieser Leute mit denen da unten formulieren, und zwar gegen die da oben. Das ist eine wichtige Aufgabe für die gesamte Linke. Liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen aber auch über die Fluchtursachen reden. Die wichtigsten sind Krieg, Armut und Verfolgung. Und wer Waffen exportiert und sich an Kriegen beteiligt, ist verantwortlich für Flucht und Vertreibung. Deshalb bin ich auch stolz darauf, dass unsere Fraktion als einzige geschlossen gegen den Einsatz in Syrien gestimmt hat im Deutschen Bundestag. Es wurde schon gesagt, der Terrorismus lässt sich nicht mit Bombenhagel auf die Bevölkerung besiegen. Im Gegenteil, mit den Kriegen der letzten Jahrzehnte wurde der Terrorismus geradezu gezüchtet. Mit der Linken sind auch in Zukunft keine Militäreinsätze der Bundeswehr zu machen. Es ist eine zentrale Aufgabe der europäischen Linken gegen Krieg, gegen Waffenexporte und gegen die Militarisierung der europäischen Außenpolitik zu kämpfen. Liebe Genossinnen und Genossen, ganz klar, in dieser Situation muss linke Politik grundlegende Alternativen anbieten und für ihre Durchsetzung kämpfen. Wir brauchen ein linkes Projekt, das Ausstiege aus dem neoliberalen Kapitalismus durchsetzt. In diesem Sinne müssen wir natürlich auch immer die Machtfrage stellen.
Aber wir haben in Deutschland kein linkes Lager. Das muss uns einfach bewusst sein. Das ist auch ein strategisches Dilemma. Wir müssen ein linkes Lager entwickeln. Ein linkes Lager wird sich nur entwickeln, wenn linke Positionen in der Gesellschaft immer wieder mehrheitsfähig werden. Und wir wissen auch, es reicht nicht, wenn linke Positionen in den Köpfen sind, sie müssen auch in die Füße gehen. Sie müssen auch in die Füße gehen. Das dauert in Deutschland immer etwas länger. Wir wissen genau, ein linkes Reformprojekt muss gegen mächtige Interessengruppen, gegen die Lobby der Superreichen, gegen Kapitalverbände und gegen große Teile der politischen Eliten durchgesetzt werden. Das geht nur mit breiter Unterstützung der außerparlamentarischen Organisationen und Bewegungen, der Gewerkschaften, der Sozialverbände, vieler anderen mehr. Politische Veränderungen haben ihre Vorboten in sozialen Auseinandersetzungen, wie den Streiks der Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten und anderen Branchen. Und ich bin stolz darauf im Übrigen, dass in Deutschland nach Jahrzehnten letztes Jahr so viel gestreikt wurde wie noch nie. Außerparlamentarische Bewegungen wie der Großdemonstrationen gegen TTIP. Es war im Übrigen medial unerträglich. 250.000 Menschen gehen nach Berlin. Solche Spaltungen in den Zeitungen. Und wenn in Dresden 5.000 oder 7.000 Leute für Pegida auf der Straße gehen, dann wochenlange Berichterstattung. Warum haben wir nicht auch wenigstens eine tagelange Berichterstattung, wenn 250.000 Menschen nach Berlin kommen? Eine linke Machtperspektive entsteht aus der Verbindung dieser Initiativen und Bewegungen zu einem gemeinsamen politischen, gesellschaftsverändernden Projekt. In diesem Sinne wollen wir gerne Motor für einen grundlegenden Politikwechsel in den nächsten Jahren sein. Das ist die Aufgabe der Linken. Daran werden wir auch 2016 arbeiten, in der Unterstützung von Geflüchteten und von Streiks. Wir sind auf der Straße für Frieden und für eine gerechte Globalisierung. Und wir sind auf der Straße für höhere Löhne, armutsfeste Rente, bezahlbare Wohnungen und für größere soziale Sicherheit. Dafür kämpfen wir gemeinsam, parlamentarisch und außerparlamentarisch, und auch bei den anstehenden Wahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Berlin und Mecklenburg-Vorpommern für eine starke Linke auch im Parlament. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen für das neue Jahr viel Kraft, aber auch Freude am gemeinsamen Handeln. Gehen wir raus auf die Straße und Plätze und sorgen wir dafür, dass die Farbe Rot wieder Mode wird. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.